Rotkohlmöhrensalat mit Entenbrust. Zutaten für 4 Personen. Ein kleiner Kopf, ca. 800 Gramm. Rotkohl. Eine Zwiebel. 6 EL Weißweinessig. 1 TL Gemüsebrühe. Schwarzer Pfeffer. 2 Entenbrüste, ca. 300 Gramm. Salz. 4 Möhren. 1/2 Kopfpflücksalat. 50 Gramm Mandeln ohne Haut. 2 kleine Äpfel. 1 EL Zitronensaft. 3 EL Dijon-Senf. 2 EL Waldhonig. 4 EL Öl. 1 Bund Schnittlauch. R. Ortkohl putzen, waschen, vierteln und Strunkend unbekanntes Zeichen fahren. Kohl in dünne Strei unbekanntes Zeichen fein schneiden. Zwiebel schälen und fein würfeln. 300 ml Wasser, 1 Esslöffel Essig und Zwiebel aufkochen. Brühe einrühren. Mit Pfeffer würzen. Zum Rotkohl gießen, etwas abkühlen lassen und mit den Händen kräftig durch unbekanntes Zeichen kneten. Circa 2 Stunden ziehen lassen. Fleisch waschen, Trockentuch unbekanntes Zeichen fehlen. Haut mit einem scharfen Messer rautenförmig einschneiden. Eine Pfanne ihr unbekanntes Zeichen hitzen. Ente darin auf der Hautseite circa 10 Minuten bra unbekanntes Zeichen tän, mit Salz und Pfeffer wir unbekanntes Zeichen 10. Circa 20 Minuten unter mehrmaligem Wenden wei unbekanntes Zeichen terbraten. Auskühlen lassen. Möhren schälen und in Stief unbekanntes Zeichen Tee schneiden. Salat putzen, waschen und in Mund geh unbekanntes Zeichen rechte Stücke zupfen. Man unbekanntes Zeichen Dellen grob hacken. In einer Pfanne ohne Fett rösten, rausnehmen. Äpfel waschen, vierteln, entkernen und in Spalten schneiden. Mit Zieh unbekanntes Zeichen Trunkensaft betrüffeln. Senf, Honig und 5 Esslöffel Essig verrühren. Öl nach und nach darunter schlagen. Dressing mit Salz und Pfeffer ab unbekanntes Zeichen schmecken. Schnittlauch waschen, trocken tupfen und in Röhrchen schnei unbekanntes Zeichen dehnen. Unter das Dressing rühren. Rotkohl, Möhren und Äpfel mischen. Fleisch in Scheiben schneiden. Rotkohlsalat mit Salatblättern und Entenbrust anrichten. Mit Mandeln bestreuen und mit Dressing betrüffeln. Nudelsalat. Zutaten für 4 Personen. 250 Gramm Nudeln, zum Beispiel Penne. Salz. 125 Gramm Rauke. 250 Gramm Kirschtomaten. 1 Bund Lauchzwiebeln. 2 gelbe Paprikaschoten. 5 EL weißer Balsamico. 6 EL Gemüsebrühe. 1 bis 2 TL Senf. 2 EL Olivenöl. Pfeffer. 1 Prise Zucker. N. Nudeln in kochendem Salzwasser nach Packungsanweisung garen. Nudeln abgießen, kalt abschrecken und abtropfen lassen. Inzwischen Rauke putzen, waschen und abtropfen las unbekanntes Zeichen Senior. Tomaten waschen und halbieren. Lauchzwiebeln putzen, waschen und in Ringe schneiden. Paprikaschoten putzen, waschen und in Stücke schneiden. Essig, Brühe und Senf fair unbekanntes Zeichen rühren. Öl nach und nach darunter schlagen. Mit Salz, Pfeffer und Zucker würzen. Lauwarme Nudeln, Rauke, Tomaten, Lauchzwiebeln, Paprika und Vinaigrette fair unbekanntes Zeichen mengen. Salataufstellern anrichten. Salat mit gebackenem Camembert und Preiselbeersoße. Zutaten für 4 Personen. 1 Frisee-Salat. 1 Römer-Salat. 1/2 Salatgurke. 4 rote Zwiebeln. 2 EL Pinienkerne. 4 EL Himbeeressig. Salz. Pfeffer. 1 Prise Zucker. 6 EL Rapsöl. 2 EL Preiselbeeren im Eige unbekanntes Zeichen. Nebensaft, Glas. 2 Eier, Größe M, 2 Packungen, E 250 Gramm. 8 Stück, Camembertecken, 13% Fett absolut, 3 Cornflakes 1 EL Mehl 100 Gramm Paniermehl.
S. Alate putzen, waschen und trocken tupfen. Frise unbekanntes Zeichen Salat in mundgerechte Stücke zupfen. Römer Salat in groß unbekanntes Zeichen zügige Stücke schneiden. Gurke waschen und in dünne Scheiben schneiden. Zwiebeln schälen und in Spalten schnei unbekanntes Zeichen dehnen. Pinienkerne in einer Pfanne ohne Fett goldbraun rösten, herausnehmen. Essig, Salz, Pfeffer und Zuckerfee unbekanntes Zeichen rühren. 4 Esslöffel Öl nach und nach darunter schlagen. 1 Esslöffel Preiselbeeren unterrühren. Eier verquirlen, mit Salz und Pfeffer würzen. Camembertecken zunächst in Mehl, dann in Ei und zuletzt in Paniermehl wenden. 2 Esslöffel Öl in einer großen Pfanne erhitzen, Camembert unbekanntes Zeichen Ecken darin goldgelb braten. Salat, Gurkenscheiben, Camembert und Zwiebeln auf Tellern anrichten. Vinaigrette da übertrüffeln. Salat mit Pinienkernen und ein S unbekanntes Zeichen Löffel Preiselbeeren garnieren. Ohrensalat. Zutaten für 4 Personen. Eine kleine Gemüsezwiebel, 5 Tomaten, eine Salatgurke. 3 bunte Paprikaschoten. Zum Beispiel rot, gelb und grün. 250 Gramm Schafs- oder Feta. 1/2 Töpfchen Oregano, oder 1 TL getrockneter Oregano. 75 Gramm Paprika, gefüllte Oliven. Salz. Pfeffer. 5-6 EL Weißweinessig. 6-8 EL Olivenöl. 4 eingelegte Pfefferschoten. Basilikum zum Garnieren. Z. Zwiebel schälen und in Spalten schneiden. Tomaten waschen, putzen und achteln. Gurke und Paprikaschoten putzen und waschen. Paprika in grobe Stücke schneiden. Gurkehaal unbekanntes Zeichen bieren und schräg in Stücke schneiden. Käse würfeln. Oregano waschen, trocken tupfen und die Blättchen, bis auf etwas zum Garnieren, hacken. Oliven halbieren. Zwiebel, Tomaten, Paprika und Gurke mischen, auf 4 Tellern anrichten. Mit Salz, Pfeffer und gehacktem Ohr unbekanntes Zeichen Garno würzen. Käse und Oliven darauf her unbekanntes Zeichen teilen. Mit Essig und Olivenöl betrüffeln. Mit eingelegten Pfefferschoten, Oregano und Basilikum garniert servieren. Dazu schmeckt Fladenbrot oder frisches Weißbrot.